Ah, alles Gute zum Geburtstag. Also ich habe keinen Geburtstag, ne? Ich bin in der Gruppe, wo gerade gratuliert wird. Ne? Wir haben es 8:45. Bin schon seit 7:30 wach. Rein da. Oder liegt der dahinter? Nö. Dem sollte geholfen werden. Was hat er denn? Der ist rot. Hilflose Person. Fahrzeugbrand wird auch schon abtransportiert hier. Fährt aber ganz schön schnell hier. Den müssen wir mal blitzen. An sich, das Auto gefällt mir. Also so die Tür, das ist nicht das Schönste, aber oh Gott. Ja. Erstmal die anderen überfahren. Rettungsdienst. Wir übernehmen. So. Und warum ich eigentlich immer einen neuen RTW dazu rufe und nicht mit dem abtransportiere, ist ganz einfach, weil wenn mir was passiert, ist der einfach schneller vor Ort. Und der Rettungswagen muss, wenn er einrückt, eh dahin. Daher nimmt sich das nichts. Dann arbeiten sie gleich zu dritt da dran, dann kann er auch gleich abtransportiert werden. So. Aber wieso gab es hierfür Minuspunkte? Das ist doch scheiße. Da hat mir der Ampelausfall gar nichts gebracht. Gut, ihr könnt abrücken. Obwohl, da steht gerade das NEF. Ich will ja nicht im Weg stehen. Gut, wir transportieren. Ach, guck mal, er wurde runtergestuft. Von rot auf gelb. Ist aber auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. So, irgendwie, ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich noch erzählen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Oh. Ich habe einen scheiß Job. Also, ich liebe meinen Job. Ich muss nur sagen, du begleitest bitte. Egal, ob du willst oder nicht, du begleitest. Weil nicht, dass nachher wieder. Da habe ich schon direkt ein NA drinne. Aufnahme 4, Schockraum 1, Hubi 1. Welcher ist aufge... Nein! Och, nein! Lecker McMio! Ach, kack doch die Wand an. So. Über Sirene. Ich brauche mindestens... zwei Rettungswagen, ich hätte gern Notarzt vor Ort und Munitionsdepot! Ja, logisch! Logisch! Jetzt kachelt mir wahrscheinlich hier gleich das scheiß Munitionsdepot hoch! Oh, leck mich! Leck mich! Wir haben erst zwei Verletzte da drin, das schaffen wir. So, der kann auch mit raus. Fällt mir gerade auf, der kam auch hier hin. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Zug halt. Setze ich einmal hier. Zur Sicherheit noch einmal hier. Zug halt auch noch einmal hier. Damit der Zug nicht direkt darauf fährt, sondern ich den besser koordinieren kann. Wo baue ich mir... Ich baue hier mir meine Einsatzleitzentrale auf. Die sind echt die Ersten, ist ja geil. So. Vor zur Menschenrettung. Ja, bitte. Ah,
Die Mutti. Ich soll frühstücken kommen, meine lieben Freunde. Ich muss frühstücken gehen. Komm weg da. Komm schon. So. Gruppe zur Menschenrettung vor. Ihr nach da. Du. Bereitstellung. Da ist gerade einer gestorben. Los, ihr beide rein da. Da sind gerade beide gestorben. Fuck it. Leck mich. So, du hilfst dem erstmal. Erstmal Reanimatio. Reanimation, ja. Reanimier ihn. Hol ihn zurück. Komm schon. Ihr müsst das Munitionsdepot schützen. Das ist euer Job. Du direkt vor die Tür. Absitzen. Du 3C nach hier vor. Und bitte Wasserversorgung über diesen Hydranten. Ich muss das Munitionsdepot unbedingt schützen. Das fliegt mir sonst so was von in die Luft. Wieso steht da ein Panzer? Wieso? So, wie geht's dem? Komm schon. Ich krieg die da so nicht raus. Fuck it. Absitzen. 3C vor die Tür. Wasserversorgung über... Wo ist hier ein Hydrant? Mit denen. Scheiße. Was habe ich denn noch in Bereitstellung? Das, Rettungsdienst, okay. Rettungsdienst, kommt mal ein bisschen dichter, bitte. Vor allem der Notarzt. Ich muss sie rausholen und direkt reanimieren. Ich habe nicht viel Zeit. So. Der Notarzt und ein RA muss direkt bereitstehen. Weil sonst kacheln. Oh, ist abgebrannt. Sehr schön. Das müsste ja bedeuten, ich kann da reingehen, oder nicht? Du gehst ins Gebäude. Achso, da ist kein Gebäude mehr. Das müsste ja bedeuten, ich kann mit dem Notarzt. Ja, da ist die Kaserne mal abgebrannt, würde ich sagen. Den muss ich überwachen, wenn er da reingeht? Ja. Reanimation. Ja, du musst jetzt erstmal nach da hinten. Ihr müsst das Munitionslager schützen. Ja, ich komm gleich. Oh, diese Eltern immer. Gut, tot. Komm schon. Ja. Komm schon, hol ihn zurück. Komm schon. Gut, meine lieben Freunde. Es war ein sehr schöner Abschluss mit diesem Bild. Verabschiede ich mich von euch. Bis dahin und Tschüssikowski, denn ich muss jetzt frühstücken gehen. Schade drum, aber egal. Bis dahin. Tschüss.